Der Krebs entscheidet vielleicht, wie lange ich lebe, aber ganz bestimmt nicht, wie schön mein Leben ist. Krebskriegerin, so nennt sich Susanna Schoter selbst. Den Kampf gegen ihre Krankheit führt sie seit 2015. Ich habe den Krebs in meinem Leben als Begleiter akzeptiert. Und nur weil ich die Diagnose habe, bedeutet es noch lange nicht, dass ich nicht trotzdem schöne Dinge machen kann und mein Leben in vollen Zügen genießen. Seit ihrer Kindheit leidet die 34-Jährige unter Morbus Crohn, einer entzündlichen chronischen Darmerkrankung. Trotzdem lebt sie ein normales Leben, bis sich ihr Gesundheitszustand plötzlich rapide verschlechtert. Ich habe in wenigen Wochen, ich glaube, 8 oder 10 Kilo abgenommen. Und irgendwann kam der Tag, nachts, bin ich aufgewacht, bin auf die Toilette gegangen und dann kam nur Blut. Nach einer Computertomographie ist klar, die junge Frau leidet an Darmkrebs. Mit gerade einmal 28 Jahren wird ihr ein Teil des Dickdarms entfernt. Doch der Krebs streut bereits in die Leber und Lymphknoten. Und dann ist eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe mich gefühlt wie in einem falschen Film. Und ich hatte den Eindruck, ich falle und falle und falle und falle. Und ich komme einfach nicht auf den Boden auf. Nach der niederschmetternden Diagnose im Oktober 2015 unterzieht sich Susanna Schoter 12 Chemotherapien. Doch selbst unterschiedliche Wirkstoffkombinationen schlagen nicht an. Das war auch der Zeitpunkt, dass meine Ärzte gesagt haben, dass jetzt Zeit wäre, meine Dinge zu regeln. Ich habe mich unheimlich um mein Leben betrogen gefühlt. Also ich war noch nicht und ich bin auch heute noch nicht fertig mit Leben. Susanna bündelt ihre Kraft und bietet dem Krebs die Stirn. Hab dann am 1.8.2016 mit der Therapie angefangen und das ist für mich quasi mein zweiter Geburtstag. Den verdankt sie einer neuartigen Immuntherapie, die nun endlich wirkt. Ihre Metastasen schrumpfen, die Tumormarker sind niedriger als zu Beginn ihrer Erkrankung. Susanna hat Kraft zu reisen und entdeckt die Welt. Ich habe auch in Indonesien wilde Orangutans gesehen und einer von denen hat dann auch meine Hand genommen. Und das gibt mir schon unheimlich viel. Also ich gerade Natur und Tiere und vor allem wilde Tiere finde ich unheimlich schön. Susanna lebt mit dem Krebs. Sie stellt ihr Leben um, macht Yoga, treibt Sport. Und gerade die Kletterei ist für mich in psychisch herausfordernden Zeiten wie Staubsaugen im Kopf, weil ich mich an der Wand um alles kümmere und auf alles fokussiere, aber definitiv nicht auf Krebs. Dass sie heute noch lebt, verdankt sie dem medizinischen Fortschritt. Ich bin der Forschung wirklich unheimlich dankbar. Gerade die Immuntherapie ist dafür verantwortlich, dass ich so eine gute Lebensqualität habe, wie ich sie habe. Und dank ihr sieht es aktuell auch so aus, als würden meine Metastasen schlafen. Und ich hoffe, das machen sie noch ganz lange.